herzlich willkommen. Ich setze wieder Stein auf Stein, denn ich baue die Prinzessin Leia aus Episode 4 und Rogue One mit ihren Zimtschneckenhaaren für euch als Brickheads zusammen von Lego. Ich freue mich drauf, ich habe da Bock drauf. Fangen wir einfach gleich mal an und ich melde mich dann danach nochmal bei euch. Helft mir, Obi-Wan Kenobi! Ihr seid meine letzte Hoffnung! Es gibt aber gar keinen Obi-Wan Kenobi als Brickheads. Also ist die Hoffnung verloren. Sie ist verloren, es tut mir leid, Prinzessin Leia. Oh nein! Ja, sie könnte sich jetzt in ihr Unglück stürzen. Das passiert sowieso meistens, wenn ich die so ins Bild halte. Dann macht das immer Klack und dann fallen die weg. Ja, nein, das lassen wir jetzt bleiben. Prinzessin Leia aus Episode 4. Ich finde, sie ist schön. Also die ist wirklich gut gelungen, ne? Sie hat hier so einen Blaster in der Hand, ne? Das kennt man ja aus der einen Szene im Film. Man hätte tatsächlich ein Two-Pack mit R2 machen können, aber gut, da werden sie wahrscheinlich C3PO und R2 machen. Aber das wäre auch ganz cool gewesen, dann hätte sie so wirklich da gestanden. Dann hätte man sie als Hologramm machen können. Oh, und dann den R2 davor, das wäre auch geil gewesen. Oh. Na, so haben sie aber ganz normal gemacht, muss ja auch sein. Hinten hier mit der Kapuze, das finde ich sehr, sehr schön gelöst, das sieht super aus. So ein bisschen wie so ein Toilettendeckel. Ja, guck mal, das sieht aus wie ein Toilettendeckel. Wenn man das jetzt so hochklappen könnte. Von der Farbgebung passt das auch. Ich schweife ab. Wir haben Prinzessin Leia. Ich finde es lustig, wie Lego-Figuren grundlegend keine Brüste haben. Ich meine, das wäre jetzt hier doch echt kein Problem gewesen. Hier noch so eine flache Steinreihe oder so. Oder zwei flache Steinreihen vorne dran zu machen, oder? Naja, gut. Soll wohl nicht. Soll wohl nicht. Mal gucken. Ja, ich finde den schön. Ne? Ich hoffe, ihr findet den auch schön. Ne? Und ich hoffe, ihr habt Bock auf weitere Brickheads. Denn wir haben hier Boba Fett in der Einzelvariante. Finde ich ziemlich geil. Gefällt mir super gut. Ich freue mich darauf, den zusammenzubauen. Ihr hoffentlich auch. Schaut mal auf die Rückseite. Hier seht ihr noch andere Brickheads.
Ne, wenn ihr euch mal auf dem Kanal umschaut, kann sein, dass ihr die schon findet und dass ich die schon zusammengebaut habe. Ne, dementsprechend einmal mal gucken, gibt auch noch viele, viele andere weitere Brickheads bei mir auf dem Kanal. Ne, alle schön im Speedbild und ihr könnt euch die dann mal aus der Nähe angucken. Ist so eine coole Sache. Also, fangen wir mal an mit dem Boba Fett. Ja, fangen wir mal an. Tod nützt er mir nichts. Boba Fett. Boba Fett. Ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Ich fand ihn sehr interessant beim Zusammenbau. Tatsächlich bemüht sich Lego jedes Mal bei den Brickheads irgendwas zu verändern oder auf eine clevere Art zu montieren. So war das hier zum Beispiel mit diesen Bereichen hier. Die Art und Weise, wie man die zusammengebaut hat, fand ich ultra clever und hatte ich so auch noch nicht gesehen. Also es ist wirklich so, wer erzählt, dass er ein Brickhead blind zusammenbauen kann, ohne dass er die Anleitung braucht oder so und den Vorhaber selbst noch nie zusammengebaut hat, der wird es tatsächlich wahrscheinlich in meinen Augen nicht schaffen. Also ich glaube, der wird es nicht schaffen. Ne, der wird zwar die groben Züge zusammenbekommen, weil viele Steinarten sind immer gleich, ne, aber das hier zum Beispiel, da wäre nie einer drauf gekommen, wie das zusammengebaut wird hier vorne. Never ever. Kann ich mir nicht vorstellen, also dass da jemand die Lösung gefunden hätte. Ich finde den richtig super. Der sieht richtig cool aus. Man hat an alles gedacht hier, das mandalorianische Zeichen, das Rocket Pack sogar mit leicht verstellbaren Antriebsdüsen. Ne, die Rakete hier oben, die man leider nicht abfeuern kann. Da haben sie eine Chance verpasst, aber gut. Muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Dafür ist es tatsächlich eine Einzelrakete. Ich könnte sie rausziehen und dann irgendwo hinwerfen. Ne, das funktioniert auch. Dann haben sie ja an dieses Ding oben an der Seite gedacht. Sein Visier oder was auch immer. Das kann er ja, glaube ich, so nach vorne machen. Und dann hat er das vom Auge und kann dann besser zielen. Ne, fragt sich, warum sowas nicht im Helm eingebaut ist. Aber gut. Und seinen Multifunktionsgürtel, ne, den hat er ja bei Batman gemobst. Das läuft. Und selbst der Umhang ist hier. Ne, das finde ich sehr geil. Also ist ein großartiger Boba Fett. Der einzige... Oder das einzige Ding, was sie nicht richtig gemacht haben, ist definitiv die Waffe. Also die sah bei Boba Fett durchaus sehr, sehr anders aus. Aber gut, das wollen wir entschuldigen. Es ist eben nur ein Brickheads, ne, und nicht eine lebensechte Figur. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde den super. Ich freue mich, den gleich in meine Sammlung zu integrieren. Ne? Keine Desintegration. Nein, nein, schon klar. Läuft bei dir. Ne? Und auch nichts in Carbonit einstecken. Ne? Alles klar. Nee, läuft bei dir. Wunderbar. Gut. Ja. Was sagt ihr dazu? Geiler Boba Fett oder nicht so ein geiler Boba Fett? Ich glaube schon, oder? Die haben sogar an das Einschussloch hier, beziehungsweise an die Delle hier oben im Helm gedacht. Ich finde das super. Ne? Alles klar, wisst ihr Bescheid. Lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne ein Abo da, sonst kommt der Kollege und holt euch ab. Ne? Und keiner will gerne lange in Carbonit eingefroren sein. Da kann man danach ganz schlecht gucken, wenn man dann wieder aufgetaut wird und so. Ja, dann bin ich jetzt raus für heute, ne? Alles klar, dann wollen wir mal auf Kopfgeldjagd gehen. Ne? Wir holen uns jetzt Han Solo und den Wookie. Läuft bei uns. Gut, bis dahin. Tschüss.